Hast du zu Hause tausende von Lego-Teile und alle liegen irgendwo in Kisten rum und du überlegst dir schon lange, wie ich das zum Teufel aufräumen soll? Da kann ich dir Abhilfe schaffen, denn ich gebe dir einen Einblick in mein Sortiersystem, denn immerhin habe ich zehntausende Teile und hunderte von Lego-Sets hier und das darfst du auf keinen Fall verpassen. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin's Pascal von Gallusbrick. Und ja, wir kennen das Problem alle. Früher war das auch so und ich habe jetzt auch noch Kisten mit bunt gemischten Legosteinen drin und ich habe mir das wirklich vorgenommen, das zu sortieren. Aber um Himmels Willen, wie soll ich anfangen? Und ich zeige euch gerne, welche Systeme ich benutze, um meine Teile zu sortieren. Und bevor es losgeht, vergiss auf keinen Fall, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit du keine meiner Videos mehr verpasst. Und ich stelle euch meine drei bewährtesten Systeme vor. Ich rede jetzt immer von Systeme oder Ordnungssystem oder wie man sagen kann. Und ich arbeite eigentlich mit drei verschiedenen Sachen. Mit Kleinteilmagazinen, mit Ordnungskoffern und mit Kleinteileboxen. Und wir fangen gerade mal beim Kleinsten an. Das sind meine Kleinteileboxen und ihr könnt jetzt, ich mache euch mal eine auf. Also da kann auch nichts durchmischt werden, denn ich kaufe immer die, wo der Deckel schön schließt, dass wenn das Kleinteile sind, wirklich, dass die nicht farbtechnisch untereinander gemischt werden können. Und als das hier ist zum Beispiel ein 1x1 Round Brick. Das sind die ganz verschiedenen Farben. Und die sind so sortiert und dann kann auch nichts mehr passieren. Es kann sogar runterfliegen und geht wirklich nicht voneinander. Klar, machen wir Pech haben und darüber stolpern und dann ist es halt passiert. Ja. Und das ist jetzt zum Beispiel, sind das Plate Modifieds, verschiedene Farben und alles. Also ich hoffe, ihr könnt euch das gut sehen. Hier noch wegen der Lampe gucken. So sieht es auch super aus. Ja. Und jetzt mal was vorwegnehmen. Hat man da so einen Berg verschiedene Teile? Wie macht man jetzt das? Und ich habe mir jetzt hier nicht einen Berg Lego hingemacht, um euch zu zeigen, wie man sortiert. Ich persönlich finde es die einfachste Art, immer kleine Mengen pro Mal zu sortieren. Wenn man so einen Haufen hat, ist die Motivation immer so, der Haufen, der wird nicht kleiner. Ja. Und ich nehme immer einen kleinen Teil, vielleicht nur 50 Teile und sortiere die schnell. Ich habe dann zwar vielleicht in einer Minute nur ein kleines Häuflichen gemacht, aber so kann man in einer Stunde ziemlich viel erledigen. Oder man macht es auch in Blöcken und sagt, ich sortiere eine Viertelstunde, dann mache ich schnell eine Pause, schnell was trinken, Kopf durchschütteln. Ich kann zum Beispiel sehr gut mit Musik sortieren. Und das Wichtigste ist nicht, trennt es nicht zuerst nach Farben und dann nach Formen, sondern trennt es zuerst nach Form und wenn ihr die Formen habt, dann nach Farben. Wieso? Ganz einfach. Man verräumt ja auch verschiedene Salate im Salatgestell und nicht die Gurken, die Salat, die grünen Salaten, Salate und das grüne Getränk alles am gleichen Ort. Das hat für mich irgendwie so Sinn, weil ich aus der Gastronomie komme und es hat einfach Sinn, weil es Sinn macht. Manchmal kann es wirklich so simpel sein. Zuerst nach Form, dann nach Farbe. Weil die gleiche Form nach Farben sortiert, das ist so schnell gemacht. Da muss man auch nicht mehr studieren, sondern kann man einfach nur nochmals durchgehen. Für mich hat es auch noch einen anderen Vorteil, dass ich es gerade noch digitalisieren kann, wenn es jetzt Neuteile sind, die von Lego in einem Beutel kommen. Dann muss man die sortieren und dann geht es auch so einfach. Nichts zu lange geschwafelt. Das sind meine Kleinteile-Magazine. Die sind wirklich super cool. Wirklich auch deswegen, weil da einfach gar nichts durcheinander kommt. Und das ist wirklich wichtig. Schaut, dass es da nicht irgendwie so ein
Spalt hat und wenn ihr da wirklich die kleinen Fliesen oder irgendwas drinne habt und macht da mal so, alles ist durcheinander, dann hört ihr euch schreien, ich sag's euch. Wichtig. Das Wichtigste, schüttelt dann. Dann kommt was, was ich einfach für meinen Brickling-Store, ich habe sicher schon mal in den Social Medias meine richtig große Bricklink-Wall. Übrigens bin ich ja auf Bricklink. Dürft ihr gerne mal vorbeigucken. Würde mich natürlich sehr freuen. Und das sind hier diese Sortierboxen. Und da habe ich wirklich jetzt, das sind jetzt hier die Plate, das sind Orange 2x2, 2x3, 4x4, also 2x4 und dann wird es immer größer. Und bei den Steinen, die ich viel brauche, dann habe ich zwei nebeneinander und dann zuerst 2x2, 3x2, 2x4, 2x6, 2x8, 2x10, 2x12, 2x14, 2x16. Dann hat man eigentlich, habe ich hier das schön geordnet. Und das funktioniert wirklich super. Und da kann man nur zack, 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 zack. Und wenn man das Teil braucht, dann kann man das holen. Und die Kästen, die sind jetzt eigentlich noch erschwinglich im Preis. Ich will da auch gar keine Preise nennen. Um das geht es gar nicht. Da könnt ihr selber organisieren. Auch auf die Marke gehe ich nicht ein. Vielleicht habt ihr es gesehen. Da gibt es verschiedene Anbieter. Das ist wirklich euch überlassen. Das soll kein Werbevideo sein, sondern wie sortiere ich meine Teile? Und vielleicht könnt ihr etwas davon abnehmen, das dürft ihr auch und das ist das System Nummer 3. Das habe ich ganz verschiedene. Das sind diese Ordnungskästen, wo diese, wie sagt man, Trenner verschiebbar sind und dann kann man auch, wenn man lange Liftarms hat oder Kabel oder Pneumatikschläuche oder was der Geier, große Pneu und Felgen von den Fahrzeugen, Räder und alles, dann kann man das wirklich einstellen, dass das funktioniert, kann es kleine machen. Was ich euch hier nicht empfehlen muss, ich habe das auch schon aus Platzgründen, habe ich solche Kleinteile, die ich hier drin hatte, habe ich hier reingemacht. Und wenn man dann aber hier beim Rausnehmen an diesen Schab, also an den Trenner rankommt, dann rutschen die Steine unten durch und dann ist es schon wieder zwei verschiedene vermischen. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig, weil zum Teil habe ich die noch nicht nach Farben sortiert, sondern einfach die Form im gleichen Fach. Und dann ist das ein bisschen ungünstig. Darum würde ich hier wirklich nur die großen Sachen reinmachen, die man schnell zur Sache haben muss. Was das für mich auch sehr einen guten Verwendungszweck hat, ist jetzt, wenn ich zum Beispiel, ja, letztes Mal, wo ich im Schaufenster mein Winter Wonderland aufgebaut habe, da habe ich natürlich einen Ersatzkoffer mit Ersatzteilen mitgenommen und dann eignet sich das perfekt. Oder wenn ihr in eine Messe geht oder irgendwo an einer Freizeitausstellung vielleicht ein Lego-Set von euch ausstellen dürft, das elektrisch betrieben ist und ihr da ein paar Ersatzteile bereit haben müsst, ist das doch perfekt, um das so mitzunehmen. Dann kann man das auch tragen. Aber mein Favorit hier sind wirklich diese Kleinteile-Magazine, weil sich da wirklich nichts mischt. Es ist natürlich zum Stapeln und zum Ordnen ist es natürlich, muss man die vorne noch beschriften mit Etiketten. Also ich habe da so einen Brother-Etikettendrucker, den ich da auch für die Adressetiketten benutze und dann kann ich das einfach schnell hier draufdrücken, abziehen und draufkleben und dann ist das wirklich top. Schaut bei diesen Aufklebern, dass es wirklich solche sind, die man auch wieder gut abziehen kann. Das lohnt sich wirklich, da vielleicht ein bisschen teurere zu nehmen, wie jetzt eben gesagt von Brother oder 3M oder so. Das sind wirklich Kleber, die man, wenn da steht, wieder ablösbar, kann man die wieder ablösen, sonst nimmt ihr die weg und dann müsst ihr mit Terpentin und Verdünner und allem Schrott dran gehen, dass die Kleber wegkommen und das ist einfach zu viel Arbeit am Schluss für eine Etikette wegkramen. Das sind meine Ordnungssysteme und ich sag's euch, ich sortiere nicht immer genau gleich gerne. Ihr dürft mir natürlich sagen, ob ihr auch so sortiert oder ob ihr das anders macht. Das würde mich sehr interessieren. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch ein bisschen Einblick zu sehen, mal in was ganz anderes. Wie sortiere ich die Teile und was für Tipps und Tricks gibt es da? Wie gesagt, zuerst nach Formen, dann nach Farben. Wirklich auf Sortiersysteme achten, die ihr schütteln könnt und nichts passiert. Und sonst nur die großen Teile, wenn mal ein Malheur passiert, dass man das auch wieder schnell behoben hat. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bleibt gesund. Tschüss zusammen.